Er begleitet mich zur Ramses seiner Geburtstagsparty. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird so richtig geil sein. Wir werden nass werden. Wir werden ganz viel Bier trinken. Hoffentlich. Später muss unbedingt mein Kopf voll sein. Nee, Naturbursche schon wieder dran. Du hast erst an 2 Tagen Geburtstag. Wie am alt Sonntag. Wirst du? Ich werde 35. 35? 35. In 2 Tagen wirst du 35. Das heißt, noch 2-mal bivakieren und dann ist es soweit. Jo. Dann bist du 35. Wir schmeißen uns einfach dort auf die Wiese und dann ist das Bivakieren genau. Weil du jetzt da bist, zur Begrüßung, muss jeder ein schwedisches Lakritz probieren. Schwedisches Lakritz. Guck da. Es ist einfach nur Lakritz mit ein bisschen Salz. Und das Salzige ist so penetrant manchmal, dass es manchmal vielleicht zu salzig ist, aber eigentlich kann man es aushalten, finde ich. Außer man hat absolut gar keinen Bock. Ich find's okay. Kostet dann. Hier kommt die Sonne. Ist wieder kritisch, oder? Das darf man gar nicht mehr singen, glaube ich. Doch, doch. Na, ist eine schöne Dönerpizza mit Paprika drauf. Paprika ja, ist immer gut. Wenn's auch. Frauen kommen wieder. Bellstoff! So muss das sein. Prost! Die Frau hat das Bier aufgerichtet. Ja, aber gerade waren 2 große zu sehen. Brennnessel sind richtig geil. Aber nur wenn er bitte sagt. Aber es verjagt keine Enten. Oh ja, ich würde sagen, dieser Burger da, der sieht voll cool aus. Der sieht so aus zum Fressen gern. Bon appétit. Jawohl, es geht weiter. Es geht weiter. Nee, ich muss das erstmal einfeuchten. Ja, gut, dann machst du das ein bisschen anfeuchten. Und es geht weiter. Damit das besser klatscht. Dein Bauch hört sich lustig an. Ja. Ich habe den Kasten platt gemacht. Das hast du so richtig eingesessen. Wir haben hier ganz viele Kisten. Für ihn einen Kasten und das wird dieses Wochenende getrunken oder wie das heißt. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Oh, da war Pizza dabei. Naja. Gemoin, ich bin Naturin. Oh, was ist jetzt los? Was ist denn? Ich liebe es zu blenden. Guten Tag, wer ist denn doch? Ich war ein Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren dran. Wie viel Licht möchtest du noch machen? Das weiß ich noch nicht selber. Gib Rot. Oh, du hast eine ganz lange Nase. Gib, ja. Ja, weil ich lüge. Oh, los. Er ist hochgekommen. Los! Los, machen wir weiter! Jetzt kommt. Ich möchte unbedingt Pocken in meinem Gehirn haben, damit ich endlich schräger denken kann. Alles hört sich gut an, das möchte ich auch. Guten Morgen. Da hinten sind Kanufahrer. Ich habe hier gepennt. Der Bo hat seinen Tab schon abgebaut. Und Das schwappt rum. Ja. Und hier sind die anderen. Und unser Gehirn schwappt rum. Guck mal, wie rot Thomas sein Arm ist. Dein Arm sieht voll cool aus. Unser Gehirn schwappt rum. Das heißt, wir müssen jetzt neues Bio aufmachen. Geprost. Damit das Hirn noch viel verschwappter wird später. So, das Koffeinwasser kocht. Das kocht genauso wie mein Kopf. Das ist richtig gut. Das heißt, der Koffein ist fertig. Oh, endlich wird Bier rübergetragen. Das ist richtig geil. Da kommt jetzt noch viel mehr Nachschub auf uns zu. Das ist die beste Flussüberquerung auf der ganzen Welt. Guck mal, hier vorne sind diese ganzen Bierkästen. Also jeder hat einen Kasten. Hier sind noch mehr Bierkästen und im Wasser, da liegen noch mehr Bierkästen. Und ich werde jetzt darauf mein Bier trinken. Geprost!
Gesundheit! Lass raus! Entschuldigung für diese Gesundheit. Oh, guck mal, guck euch ihn an. Er läuft hierher, das ist Hannes, und bringt uns neues Bier hierher. Also ich wollte ein Astra. Ich wollte ein Hakapschor. So, jetzt kommt der Bo hierher und bringt mir meine Cappy mit meiner Sonnenbrille, die habe ich vergessen gehabt. Damit ich hier bequemer sitzen kann. Und der bringt Bier mit. Also für mich und für ihn. Vielen, vielen Dank. Hakapschor. Vielen, vielen Dank. Geprost. Das ist ein voll cool Geburtstagswochenende. Wollen Sie mal probieren, so ein Stück Holzkohle? So sieht es nämlich gerade aus. Fermentierter Knoblauch ist das, ne? Ja, fermentierter Knoblauch. Der schwarz ist, mit Lakritz-Nuancen. Das sieht aus wie ein Nacktschnecken. Genau! Wir essen Nacktschnecken jetzt neu. Alle Fotos von der Party. Und? Alle Fotos vom Hannes auf der Party, er liegt irgendwo im Wasser. Boah, das schmeckt irgendwie wie Nacktschnecke, aber mit Knoblauch drin. Ich muss mehr Schamhaare verlieren, das ist wichtig. Und die dann ins Gesicht kleben, wie Eric Hart. Guck mal, das hier, das ist ein Stück Wasser. Ich mach das auf den Kopf drauf. Boah, scheiße. Ja, das war ein schönes. Das habe ich selber gemacht. Nein, war eine Pferde. Oh, hier werden jetzt bestellte Pizzas heruntergeliefert. Wir müssen unbedingt noch viel mehr furzen, damit dann ganz viele Wolken da vorne entstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist sehr gut für die Umwelt. So, es zieht jetzt gerade hier ein Unwetter auf und die ersten Tropfen kommen. Und wir haben unsere Sachen gepackt. Und wir gelaufen jetzt unter der Brücke, glaube ich. So, es fängt an zu regnen und das ganze Bier muss darüber getragen werden. Das ist ganz wichtig. Es regnet hier drüben, oder wie das heißt. Das ist richtig geil. Wir werden komplett nass und durchfeuchtet. Das ist richtig geil. Das ist jetzt gerade stark Regen. So, ich bin jetzt unter der Brücke und jetzt werden die letzten Kästen rübergetragen. Wir chillen jetzt hier unter dieser Brücke, das ist richtig geil. Und gechillt und sowas. Das kann ich versprechen, dass es richtig geil und gechillt ist. Hier haben wir uns Schutz gesucht vor Regen. Unter dieser Brücke wird das langsam immer dunkler und dunkler. Das ist voll scheiße. Soll ich mir mal ein Bier aufmachen, dass wir mal anstoßen können? Ja, unbedingt. Das verpflichte ich dir sogar. Okay. Geprost, das ist stark Bier. Das ist aber noch aufmachen. Ja. Guck mal hier, Dunkler ist gekommen. Das ist, genau, das ist scheiße, weil die Zeit geht immer schneller rum. Ramses, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich bin irgendwie eingepennt. Oh, Langschläfer ist wieder da. Ich habe für dich ein Geburtstagsgeschenk. Das schenke ich dir. Das ist eine Beleuchtung. Eine Beleuchtung? Ja. Die kann ich auch irgendwo dran machen. Das werde ich mir tief in den Anus einführen, damit es da mal ausgeleuchtet ist. Dankeschön dafür und viel wichtiger, danke, dass du da bist und warst. Es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Schade, dass das langsam, weil es heute der letzte Tag ist. Es war auf jeden Fall mega anstrengend und brutal und überhaupt. Nee, es war voll cool gewesen.